Hallo, liebe Freunde, ich bin Gisela, Deutschlehrerin und Buchautorin. Und ich bin Jan, der Übersetzer hier und kümmere mich um technische Sachen. Wir möchten euch heute nochmal Wortschatz anbieten, und zwar Wortschatz über die Sprache, über die geschriebene Sprache, vom Buchstaben bis zum Text. Ja, man kann das nennen Wortschatz, ein Kalimat, was an, Jumli, schon mal Nass, schon mal Fast, schon mal Tertibat, schon mal Anien, du Almane, schau. Dieser Wortschatz wird euch helfen, zum Beispiel Aufgaben richtig zu verstehen. Was muss ich da eigentlich machen? Oder eine Erklärung zu verstehen, wenn sie in einem Buch vorkommt, wie funktioniert Grammatik und so weiter. Viel Erfolg! Wofür inshallah, also wenn ihr ein Video habt, dann like, schreibt Vom Buchstaben zum Text. Wortschatz rund um die geschriebene Sprache oder auch die gesprochene manchmal. Der Buchstabe, die Buchstaben, zum Beispiel A, J, K, R, F und so weiter. Der Großbuchstabe, die Großbuchstaben. Der Kleinbuchstabe, die Kleinbuchstaben. Dann folgen Namen von Buchstabenarten. Der Vokal, die Vokale. Das sind A, E, I, O, U. Der Umlaut, die Umlaute. Ä, Ö und Ü. Der Konsonant, die Konsonanten. Das sind alle anderen Buchstaben, die nicht Vokale oder Umlaute sind. Y und J sind besondere Buchstaben. Sie sind zwischen Vokale und Konsonanten, weil sie I ausgesprochen werden oder Ü. Also sprechen wie Vokale, aber also sind nicht ganz Konsonanten und nicht ganz Vokale. Der Diphthong, die Diphthonge, das sind sozusagen Doppelvokale, zwei verschiedene Vokale zusammen, die zusammen etwas Neues machen. E und I machen Ei, Oi, Au, Oi und so weiter. Die Silbe, die Silben. Wenn ich ein längeres Wort habe, Gesundheit, da habe ich G, Sund und Heit, drei Silben. Die Silbe ist ein Teil des Wortes. Sie enthält immer einen Vokal oder Diphthong. Die Silben sind wichtig bei der Worttrennung. Ich kann am Ende einer Zeile das Wort nur nach einer Silbe trennen. Sei, Dash oder Strich, Tum. Kuchen. Das Wort, die Wörter. Das Wort hat eine bestimmte Bedeutung. Es kann ein Ding, eine Idee, eine Person oder ein abstrakter Begriff sein. Es gibt auch das Wort, die Worte. Das hat mehr mit dem Inhalt zu tun als mit der Sprache an sich. Das Kompositum, die Komposita. Ein Nomen aus zwei oder mehr Nomen oder anderen Wortteilen zusammengesetzt. Kinder, Garten, Kindergarten. Schreib, ein Verb und Tisch, ein Nomen, Schreibtisch. Fußball. Der Satz, die Sätze. Ein Satz enthält ein Subjekt, ein Verb, das ist das Prädikat,
und oft auch ein Objekt, aber nicht immer. Der Aussagesatz, die Aussagesätze. Zum Beispiel, die Frau geht auf die Straße. Der Fragesatz, die Fragesätze. Zum Beispiel, wo wohnen Sie? Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Fragesätze. Der Hauptsatz, die Hauptsätze. Ich komme nicht zum Termin, weil ich krank bin. Der Hauptsatz heißt, ich komme nicht zum Termin. Der Nebensatz, die Nebensätze. Ich komme nicht zum Termin, weil ich krank bin. Weil ich krank bin, das ist der Nebensatz. Der Hauptsatz kann allein stehen, der Nebensatz nicht. Das Satzzeichen, die Satzzeichen. Jeder Satz braucht am Ende ein Satzzeichen. Ich brauche einen Punkt, ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen, manchmal einen Doppelpunkt oder ja, das Komma ist mitten im Satz, der Strichpunkt auch. Der beendet nicht den Satz, der ist dazwischen. Der Text, die Texte. Eine Reihe von Sätzen, die inhaltlich zusammenhängen. Ich finde Texte in der Zeitung, in Büchern, lange Texte, kurze Texte. Oder wir schreiben selbst Texte. Über dem Text steht meistens eine Überschrift. Die Überschrift, die Überschriften. Wörter oder ein Satz über dem Text. Der Text besteht aus vielen Zeilen. Eine Reihe im Text. Der Absatz, die Absätze. Ein Teil des Textes, nach dem eine oder mehrere leere Zeilen kommen. Wenn man einen Text schreibt, besteht er oft aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Das ist dann eine Erörterung, eine Diskussion oder eine Nacherzählung. Die Einleitung, die Einleitungen, der Hauptteil, die Hauptteile, der Schluss. So, das war's für heute und wir verabschieden uns. Vergesst nicht, liken und kommentieren. Tschüss. هذا كان درس اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا جزء مثل ما حكينا عن سكيزيلات تنسوا من اللايك شكرا للقناه واذا عندكم اي سؤال او اي شيء اكتبوا لنا تحت بالتعليقات يعطيكم العافيه على المشاهده ونشوفكم الدرس القادم سلامي مع السلامه